Ja, und jetzt begrüße ich euch wieder zurück und da sehen wir nochmal in der Übersicht auch alle Transfers. Und da sehen wir, dass ein Ryan Ferguson einen Leihvertrag bei uns bekommen hat und ein Jamie Longworth hier ein Stürmer zu uns gewechselt ist. Das ist natürlich auch ziemlich gut, aber uns fehlen natürlich immer noch auf den ganzen Positionen immer noch Leute. Da sehen wir auch, das sind die, die zugekommen sind, sehen wir hier oben, und das sind die, die abgegangen sind. Da sehen wir auch, dass es natürlich ein erheblicher Unterschied dazwischen ist, und das wollen wir natürlich eigentlich so nicht haben, und deswegen suchen wir ja noch Personal wie verrückt, haben auch immer wieder hier die Augen offen, aber es ist nicht so ganz leicht. Wir suchen ja für mehrere Positionen gleich noch Spieler, also sind wir da auch irgendwo so ein bisschen, momentan auf der Suche. Ist alles nicht so leicht. Wir haben natürlich, wie gesagt, jetzt einen schönen Backup-Stürmer. Das war wichtig, den brauchten wir. Den haben wir jetzt zur Verfügung mit Jamie Longworth. Und der kann auch eigentlich sehr gut spielen. Der kann auch im offensiven Mittelfeld spielen, falls McAuley zum Beispiel lieber auf links ausweicht. Dadurch wäre dann natürlich wieder Ferguson frei. Das sind alles so Geschichten. Da kann man jetzt ein bisschen rotieren. Da würden wir zum Beispiel Brinkhurst rausnehmen. Longworth spielt dann im offensiven Mittelfeld oder kann dann auch wechseln mit Jackson, wenn der mal nicht mehr kann. Das sind alles so Geschichten. So könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch mal also unsere Startelf vorstellen. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Capuano sicherlich hier im defensiven Mittelfeld, aber dann fehlt uns da natürlich der ein oder andere Backup oder zumindest einer, den wir dann noch gebrauchen können. Was mir nicht aufgefallen war, was aber durchaus richtig ist, ist ja, dass wir mittlerweile eine Zusammenarbeit bekannt gegeben haben. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Danke dafür nochmal. Das war eigentlich ein bisschen blöd von mir. Bin ich viel zu schnell drüber gegangen, weil da waren dann auch zu viele Nachrichten in dem Sinne. Wir gehen jetzt hier gerade noch mal so ein bisschen durch. Partnervereine, und da ist nämlich der FC Dundee. Und der leiht leihweise Spieler zu uns aus und kann die dann auch quasi umsonst zu uns schicken. Und wir schauen nämlich mal einfach über die Spieler von denen drüber. Wir brauchen nämlich was Defensives. Und vielleicht haben sie denn was ganz Junges für uns im Angebot, der vielleicht Spielpraxis braucht. So, wir schauen mal. Da haben wir zum Beispiel einen. Jonathan Petrie. Gut, der ist jetzt auch nicht so der übertriebene Killer, ja, sage ich mal. Aber was haben wir denn noch? So, da haben wir noch jemanden aus der Jugend, und zwar den Gordon Williamson. Der sieht schon mal sehr gut aus. Der gefällt mir zum Beispiel schon sehr gut. Und da wäre jetzt eine Möglichkeit, zum Beispiel einfach mal hinzugehen, aber der will nicht, okay? Schade. Da kann man gar nichts machen. Der will nicht wechseln. Ich will den ja auch nur ausleihen. Das muss doch irgendwie gehen, oder? Wartet mal. Das war jetzt gerade quasi eine Anfrage für einen Transfer. Wir wollen ja leihen, ne? Also was müssen wir denn jetzt hier machen? Wartet mal, wir wollen Transfer. Transferangebot, genau. Und dann müssen wir leihen. Leihvertrag. So. Was ist der denn momentan überhaupt wert? Wir wollen den für 12 Monate ausleihen. Wir zahlen 0% des Gehaltes. So ist es ja auch in unserem Vertrag da quasi festgelegt. Erste Elftal. Der wird schon spielen. Was sehe ich zumindest so. Vorzugte Position ist defensiver Mittelfeldspieler. Und zukünftige Gebühr, sagen wir mal, 1.000. Ist aber noch verhandelbar, und wir machen mal ein Angebot. So, damit hätten wir da zum Beispiel auch mal wieder jemanden im defensiven Mittelfeld zumindest. Und das wäre auch noch eine Option, weil wir haben ja wirklich so kaum Chancen, jetzt hier Defensive zu bekommen. Da ist zum Beispiel mal Talentsichtungstag, das ist wichtig. So, weil wir können jetzt Folgendes tun. Hat welche beobachtet und ist der Meinung, dass da ein paar dabei sind, die uns vielleicht interessieren könnten. So, was haben wir hier? Die Uhrzeit kriege ich hier noch Nachrichten von der Arbeit. Das muss ja auch nicht sein. So, was haben wir denn? Wir haben einen defensiven Mittelfeldspieler. So, der kann da zumindest spielen. Der ist 21. So, wir haben unsere schlauen Listen. Oh. Einmal den ganzen Schreibtisch hier durchwühlen. So, und da haben wir im defensiven Mittelfeld. Was brauchen wir denn da? Wir brauchen Deckung zum Beispiel. Passt. Wir brauchen Kopfballstärke. Entschuldige, Kopfballtechnik. Passt auch. Sehr gut. Tackling. Passt sehr gut. Antizipation ist nicht so gut. Kann man dran arbeiten. Einsatzfreude ist gut. Entscheidungen. Entscheidungen ist 7, ist auch okay. Konzentration ist bei 6. Ja,
ist noch verbesserungswürdig, aber mit 21 kann man da noch was erwarten. Stellungsspiel ist 11, also auch da sehr, sehr gut. Zielstrebigkeit ist 15. Ey, wir haben unseren Mann gefunden, passt ja perfekt. Den müssen wir auf jeden Fall... Spiel nimmt okay. Sie können diese Spieler, keiner der Spieler nimmt an einem Talentsichtungstag teil. Ja, und jetzt? Ich will den ja haben. Der ist frei. So, Moment, müssen wir jetzt erst warten, bis der Talentsichtungstag vorbei ist, oder was? Ja, okay. Machen wir so. Spieler beobachten. Gehen nicht selber hin. Aber das ist schon mal gut, den haben wir schon mal im Auge, weil der defensive Spieler, der wäre auf jeden Fall richtig wichtig für uns. Der passt auch super ins Profil. Den können wir jetzt leider, wie gesagt, nicht verpflichten, weil der auf diesem Talentsichtungstag da teilnimmt. Und wir deswegen, ja, uns die Hände gebunden sind deswegen. Und dann werden wir natürlich auch nochmal schauen, was vielleicht in so einem offensiven Bereich da noch übrig ist oder was dann auch mal auf den Rechts- oder Linksverteidigerpositionen da ist. Im Zentrum stehen wir ja jetzt erstmal ganz okay. Als Torwart, da suchen wir auch noch jemanden. Haben wir ja auch noch, glaube ich, ein Angebot ausstehend. Ah, da ist es da. Angebot wurde für Kaltler wurde zum Beispiel akzeptiert. So, sichert neuen Vertrag. Deffling unterschreibt neuen Vertrag. Okay, Bayern München. So, ist immer ein bisschen. Jetzt müssen wir echt mal. Achtet mal mit drauf, nicht, dass ich wieder irgendwas vergesse. So, Brechen Citys Angebot für Williamson ist akzeptiert worden. Das ist geil. Den können wir dann nämlich später für 1.000 verpflichten. Da haben wir ein richtiges Schnäppchen gemacht. Und der war, glaube ich, auch nicht so schlecht. So, und Calder, das ist natürlich jetzt hier der Torwart, den wir uns angeschaut hatten. Der soll 5.000 kosten, oder was? Wir schauen uns mal den... Was will er denn verdienen? Der will gar nicht mit uns verhandeln, da haben wir das Ganze schon vergessen. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Also machen wir weiter. Und da müssen wir... Ja, weil er jetzt natürlich von uns will, dass wir es quasi mit... Dass wir mit ihm verhandeln, aber sagen wir... Nein, ja, müssen wir ablehnen, geht ja nicht. Wenn er nicht mit uns verhandeln will, dann können wir da auch nichts dran tun. Wir warten jetzt echt mal diesen Talentsichtungstag ab. Wir haben ja, wie gesagt, noch zwei junge Torhüter auch noch in der Pipeline. Also da wäre auch noch eine Möglichkeit, da eventuell aktiv zu werden. Und die vielleicht einfach mal ein bisschen mehr spielen zu lassen. Aber insgesamt sollte es dann irgendwann darauf hinauslaufen, dass wir tatsächlich wieder einen starken Torwart verpflichten. So, zwei Tage noch bis zum Freundschaftsspiel hier und... Ja, zwei Tage auch noch, nee, ein Tag noch, dann anscheinend bis zum Leihspieler, also nicht Leihspieler, also Probespieler, also Talentsichtungstag. Und dann werden wir sehen, wer denn da für uns in Frage kommt. Wie gesagt, vorstellen könnte ich mir schon viele, muss ich sagen. Also gerade junge Talente, die sind natürlich immer gerne gesehen bei uns. Schottische junge Talente sind auch immer richtig gut. So, was haben wir denn hier? Dämpft U19-Ambitionen. Jungtalent Bonner ist nun Profi. Was macht der? Der ist Linksverteidiger. Okay, schauen wir mal ganz kurz rein, was so ein Außenverteidiger braucht. Deckung ist okay. Flanken ist schlecht. Tackling ist okay. Einsatzfreude ist sehr gut. Entscheidungen ist okay. Stellungsspiel ist gut. Teamwork ist sehr gut. Antritt ist okay und Ausdauer ist auch gut. Also das ist sicherlich jemand, der vielleicht mal in Frage kommt. Spielt jetzt bei der U19, soll er erstmal bleiben. So, sichert sich neuen Vertrag. Emotionslos ab, Wein lehnt neuen 3-Jahres-Vertrag ab. So, Serie B, Spielercheck können wir lassen. Second Division, das ist schon interessanter. Genau, Spielercheck, also... Rafinha, Anspannung Deutschland, Hützler sichert sich neuen Vertrag, Friesenbichler lehnt ab, Jennings sichert sich neuen Vertrag, auch der bei Bayern 2, medizinischer Bericht über Ryan Ferguson, das ist auch so eine Geschichte, den schicken wir dann nach Hause, ist besser, dem geht's ja nicht so gut, Grill sichert sich neuen Vertrag, Dunkel lehnt ab, so, unterzeichnet einen neuen Vertrag, Bayern Vertrag mit Weihrauch in trockenen Tüchern, Rawford akzeptiert unser Angebot. Dann sagen wir, okay, das war ja auch noch einer fürs defensive Mittelfeld. Und jetzt also Talenttag da, 1-0 gewonnen anscheinend. Habe ich jetzt gerade so auf die Schnelle gesehen und dann bin ich mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt. An den hatte ich gar nicht mehr gedacht, aber der ist natürlich schon sehr, sehr wichtig für uns. Wäre schön, wenn die Tabelle am Ende so aussieht, aber ich glaube eher nicht. Glasgow Rangers, die werden mit Sicherheit weiter vorne stehen.
Come on. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Es ist ja echt ein bisschen bitter, da wir so viele Ligen ausgewählt haben. Dauert es dann später auch immer länger, weil dann werden ja neue Spieler kreiert. Es gehen ja welche in Ruhestand, die werden dann zum Beispiel zu Trainern oder zu ja, sonst was an Personal. Von daher immer so eine Geschichte. Ja, nur wirklich wenige werden dann komplett aus dem Spiel gelöscht. Ungefähr sind es immer so roundabout die gleiche Anzahl, sagt man, aber durch die Jugendspieler werden es dann schon am Ende mehr. So, Vastic unterschreibt neuen Vertrag bei Bayern. Das ist auch nur semi-interessant. So, und jetzt haben wir hier also die Leute, die wir natürlich auch gescoutet haben. Jamie Pollock kann zum Beispiel offensiv links spielen, da wo wir ihn brauchen würden. Und wir schauen uns mal ganz kurz die Attribute an, die dafür wichtig sind. Da bräuchten wir zum Beispiel Dribbel. Ist gut, okay. Flanken. Ist sehr gut. Technik. Technik. Technik ist okay nur, die ist nicht besonders. Entscheidungen. Entscheidungen sind gut. Dann haben wir Flair, was wichtig ist. Das ist ganz grottig bei ihm. Ohne Ball. Ohne Ball ist auch nur okay. Antritt ist gut. Balance ist sehr gut. Beweglichkeit ist auch sehr gut. Und Schnelligkeit. Schnelligkeit ist auch sehr gut. Also, das wäre dann auch nochmal so eine Option für offensiv links. Da fehlt uns ja noch wer. Wen haben wir hier? Verteidiger rechts zum Beispiel. Derry, das ist auch interessant. Ich würde am liebsten alle verpflichten. Werde ich gleich auch. Ich werde alle verpflichten einfach. Nein. Rechtsverteidiger oder Außenverteidiger. Deckung. Deckung ist gut. Flanken ist sehr gut. Tackling. Gut. Ja, okay. Einsatz. Einsatz, Einsatz, Einsatz. Sehr gut. Sehr gut. Entscheidungen. Schlecht. Stellungsspiel. Okay. Teamwork. Gut. Antritt. Gut. Ausdauer. Okay. Ja, ich würde sagen, das wäre ja auch so einer für die Rechtsverteidigerposition, wo Johnny Brown natürlich gesetzt ist. Aber der kann auch links spielen, hier so halb, sehen wir. Mit einem Auge. Also das auch sicherlich ein interessanter Spieler. Linksverteidiger, das ist auch wichtig. Das ist auch verdammt wichtig. Den bräuchten wir auf jeden Fall. Egal, was er kann. Nein, ihn nicht, natürlich nicht egal. Aber der kann zum Beispiel auch gut flanken, der kann gut Deckung, der kann gut Tackling. Eieiei, der ist gut. Den nehmen wir. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Will ich, will ich, will ich. So. Alles, was du willst. Nein, nicht alles, was du willst. So. Was ist denn der Ergänzung? Nein, wird er nicht sein. Er wird Rotationsspieler sein. Da können wir ihm 85 anbieten. Zack. Fragen. Oh, jetzt will er mehr Gehalt. Ah. Meine Bedingungen sind. Jetzt diktiert er uns Bedingungen. Das ist natürlich schön. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. 140. Mehr kann ich ihm nicht geben. Machen wir so. Machen wir so. Verpflichten wir. Passt. Ja. Jetzt haben wir natürlich irgendwie dazu gebracht, dass er uns dann am Ende mehr Geld abgezogen hat, als wir tatsächlich irgendwie investieren wollten. Aber. So, das ist der Defensive, von dem wir gesprochen haben, der auch Innenverteidiger spielen kann. Also auch hier zwei Positionen wären damit abgedeckt. So, der will 160. Ja, wäre der schon Schlüsselspieler? Eher nicht. Der wäre eher so erste Elfter. Würden ihm hier so ein bisschen mehr Geld anbieten. Und auch der würde erstmal wechseln. Das ist auch gut. Torjäger haben wir. Links. Und jetzt wäre noch interessant hier, was ist zum Beispiel mit diesem Pollock? Den hatten wir uns angeguckt. Der offensiv links natürlich noch mit ran könnte. Das wäre noch so eine Option, wo wir einfach mal drüber reden müssten. Der ist auch recht günstig zu haben. Schauen wir mal. Ja, auch der würde. Und dann haben wir hier noch den Rechtsverteidiger. Auch da sicherlich interessant. Der ist nicht so schlecht. Gefällt uns ja auch ganz gut. Was würde der denn verlangen? Der verlangt allerdings eine Menge. Den habe ich jetzt so stark gar nicht gesehen. Wieso ist denn der, wieso verlangt denn der so viel? Lass uns mal die Berichte angucken. Wäre Rechtsverteidiger, wäre noch hinter Tiffany, hinter Braun. Ja, und so viel ist er jetzt auch nicht wert, dass ich den jetzt hier unbedingt verpflichten muss. Also lassen wir das. Williamson geht auch noch zum Brechen City auf Leihbasis. Akzeptieren wir auch. Transferverhandlungen sind durchgesickert. Ja, gut. Könnten wir jetzt noch irgendwie eine Trainersitzung irgendwie einberufen? Lassen wir jetzt aber, habe ich jetzt keine Lust drauf. Wir wollen lieber noch das ein Freundschaftsspiel mitnehmen.
Und haben jetzt auch gesehen, dass wir also richtig gute Spieler noch dabei hatten, die wir jetzt hier hätten oder zumindest mal Verträge angeboten haben. Und das war ja genau die Position, die wir gesucht haben. Torjäger haben wir ja dazu geholt, haben wir darüber geredet. Offensiv zentral haben wir was, offensiv rechts ist immer so ein bisschen eng. Ja, da haben wir, links haben wir McAuley, dann hätten wir jetzt theoretisch noch einen Ferguson und wir hätten noch einen zusätzlichen Pollock, der, wenn er denn möchte, auch noch kommt. Und dann hätten wir dann natürlich schon eine gute Auswahl auf der offensiv rechten Position. Da bin ich noch so ein bisschen, da fehlt mir noch so einer. Vielleicht leihen wir uns da noch wen. Weil wir nicht unbedingt jemand dafür extra verpflichten müssen. So, Dundee. Brechen City Light Williamson aus. Das ist gut. Von Dundee, von Dundee. Wir schauen uns nochmal Spieler an. Wen haben die denn noch so? Wir suchen ja. Immer wieder gerne genommen. So, rechts und links. Das ist doch auch so einer. 19. So, Verein interessiert. Boah, ist der stark. Boah, ist der stark. Der ist richtig stark. Na gut, der wird natürlich 16.000 kosten. Das ist immer ein bisschen blöd. Ich würde mir lieber so ganz junge nehmen, wo wir uns dann irgendwie ja recht gute Konditionen noch erschleichen können. Was haben wir denn hier noch? Schau doch mal so Jugendspieler. Jugendspieler. Wir wollen nur Jugendspieler. So, haben wir denn jetzt hier so einen dabei, der die Position spielen kann? Eher nicht. Doch hier, Jamie Reed. Nein, das ist fein interessiert. Das ist nicht Jugendspieler. Wir gehen mal in die zweite Mannschaft oder so vielleicht. Oder Reserveteam. Wen haben sie denn da? Da ist auch das der Jamie Reed, der dabei. Okay. Jamie McCloskey. Was ist das denn für einer? Der kann auf der Position, die wir wollen, am besten spielen, sehen wir gerade. Und wir schauen nochmal gerade. Dribbeln, da ist er echt gut. Dann ist er da flankenmäßig drauf. Flanken ist er auch richtig gut. Also der ist anscheinend, spielt er nur keine Rolle bei denen, aber der wäre bei uns natürlich gesetzt, muss man dazu sagen. Will den Spieler nicht verleihen, sehe ich gerade. In der Information. So, jetzt mal hier. Was haben wir hier noch? Das sind immer die gleichen Spieler. Wir haben ja gerade schon den ganzen Kader gesehen. Das ist das. Naja, okay. Also, da ist es schwierig, einen auszumachen, der denn eventuell zu uns wechseln würde. Eventuell ein Jamie Reed. Das wäre noch eine Möglichkeit. Der steht auch zu Verhandlung bei Leihverträgen. Würden wir uns einfach mal anbieten, den für 12 Monate zu nehmen. Erste Elfter, bevorzugte Position. Offensiv rechts. Zukünftige Gebühr würden wir irgendwo dann auch auf 16.000 festlegen und sagen, Angebot machen. Zack. Schauen wir mal. Spielvorschau. Wir sind also kurz vorm Spiel. Sie wählen mal unser Team aus. Da fehlen natürlich jetzt einige. Ich habe jetzt mal hier so aufgestellt, was momentan möglich ist mit den Leuten, die wir haben. Wir haben natürlich auch einen Gordon Williamson jetzt zum Beispiel ausgeliehen. Müssten wir dann auch mal darauf achten, was ist der denn so, wo sehen die den denn von der Fähigkeit her? Bei den Defensiven, da sehen sie zum Beispiel weit hinter Capuano und weit hinter Stewart. Nur wie gesagt, da sind natürlich immer so Geschichten, wie passen die gerade auf das Profil? Und das ist wichtig. Da sehen wir, dass Stewart zum Beispiel auf das Profil momentan ganz gut passt. Da ist nur ein Attribut ungefähr, ne, zwei Attribute dabei, die unter 7 sind. So, der passt zum Beispiel, Capuano passt hier auf das Profil zum Beispiel gar nicht. Wenn ich jetzt hier wechsle, sehe ich, dass Capuano nicht so gut hier passt, also schlechter als Stewart auf jeden Fall. Und dann wechseln wir also. Seht ihr, das sind so Geschichten, da muss man einfach einen Blick für haben. Williamson, wie ist der denn so drauf hier? Ist natürlich alles nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Und dann haben wir noch Rawford hier auf der Position. Wie kann der da so spielen? Und da sehen wir, dass Nervenstärke natürlich gar nicht so seins ist. Das müssten wir ihm vielleicht sogar direkt mal als individuelles Training geben. Machen wir vielleicht auch mal. Wir wollen keinen Fokus setzen. Neue Position wollen wir auch nicht. Wir wollen. Was wollen wir denn? Wieso kann ich hier keinen Fokus setzen? Inividach da. So. Und der hat. Das war so schlecht. Nervenstärke, ne? Genau. Zack, die brauchen wir. Nervenstärke. Trainier deine Nervenstärke, Junge. Wir brauchen dich. Weil der wird schon ganz gut passen. Und so müssen wir jetzt hier ein bisschen rumtricksen. Müssen wir jetzt mal gucken, ob Williamson der hat.
Ja, ich meine, wenn ihr jetzt mal schaut, also mal von den Attributen her, der ist da wirklich am ausgeglichensten. Und wir lassen ihn einfach mal spielen. Lassen ihn einfach mal spielen. Capuano nehmen wir natürlich mit. Keine Frage. Machen jetzt hier auch unsere Auswechselbank nochmal voll. Müssen wir ja auch. Declan Ferguson nehmen wir mit. Wir nehmen Brinkhurst mit. Wir nehmen eigentlich alle mit. Alles, was geht. Moyes. Luis Ma. Russell Dixon und wir haben einen Verletzten, beziehungsweise den Ryan Ferguson, den können wir nicht mitnehmen, weil der krank ist. So, im Tor haben wir keinen, 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 im Tor haben wir keinen. Da wollten wir den Michael Andrews reinpacken. Machen wir auch, zack, und schauen mal auf die Werte. Da sehen wir, dass das nicht optimal ist und dass wir da eventuell nochmal aktiv werden müssen. Was ist denn hier mit... Wartet mal, wir haben doch vorhin gesehen... Wartet mal. Jungtalent Bonner, nein. Ah, da. Zeige Talentsichtungsmannschaften. Ach komm. Kann ich die jetzt gar nicht mehr sehen? Das ist schlecht. Schade. Sonst werde ich mir nämlich jetzt mal die Torhüter da anschauen lassen. So haben wir natürlich, wir hätten da auch selber hingehen müssen. Jetzt haben wir natürlich nur ein paar beobachtet. Das ist natürlich nicht so clever gewesen. Ja, das ist immer so eine Geschichte. Ja, so gut, nach dem Torwart können wir nochmal suchen. Da können wir ja nochmal suchen. Oder vielleicht hat auch Dundee einen Torwart. Die helfen uns ja jetzt momentan ganz schön viel aus. Ja, wir gehen mal ins Spiel. Ja, wir haben weniger Auswechselspieler bei als normalerweise möglich wären. 12 wären möglich, wir haben nicht so viele bei. Longworth, der ist jetzt hier hinter der Spitze. Wir sind soweit jetzt hier erstmal zufrieden. Was ist jetzt passiert hier? Team, wir sagen, was sagen wir denn? Peterhead, wo kommen die denn überhaupt her? Der Gegner. Zack. Kann ich mal bitte sehen, wo ihr herkommt? So, das ist irgend so ein Third Division Club. Also noch hinter uns. Entsprechend. Könnten wir hier theoretisch auch mal gehen auf Kontrolle, ganz genau, und versuchen, unsere Überlegenheit hier deutlich zu machen. Spieler, passt alles. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen am Überlegen, wieso ich jetzt hier nicht weitermachen kann. Was ist denn jetzt hier das Problem? Ansprache müssen wir noch natürlich noch halten. Auch wenn es nur eine Vorsicht ist, ich erwarte einen Sieg. So, und jetzt spielen hier unten. Hat sich verändert, oder? Es gab ein Update, aber das hat sich verändert, oder bin ich jetzt ganz blöd? Doch, oder? Naja, egal. Spielen. So, jetzt mal ganz ehrlich, wo soll ich draufdrücken? Wo ist denn jetzt hier schon wieder, wo sind die Knöpfe hin? Das kann doch nicht wahr sein. Das war jetzt nicht mein Fehler hier, oder? Was ist denn das hier? Wo muss ich jetzt hier auf Spielen? Ich will jetzt hier ins Spiel gehen. Los, los. Vorschau, ja, schön, das passt so. Ich würde jetzt gern loslegen. Also ich weiß gerade nicht, wo das Problem ist. Okay, ganz komisch, ganz, ganz komisch. Also jetzt konnte ich nicht identifizieren, wo das Problem ist. Wir machen natürlich nicht mehr umfassend, sondern nur noch Highlights. Einigen wir uns wieder drauf, denn ich sage mal, während der Saison, da ist das immer interessanter, vielleicht nur Highlights zu schauen und dann in den wichtigen Spielen, da können wir ja gerne wieder auf Umfassen gehen. So, Trauen außen, der jetzt den Ball da mal hat. Williamson, der ist, glaube ich, das erste Mal im Ball. So, und die erste Ecke des Spiels gehört uns. Brown, der schlägt den Ball rein. McAuley, der ihn da im Mittelfeld wieder zurückgewinnt. Jetzt sollte er aufpassen, dass er den Ball nicht verliert. Das ist immer eine gefährliche Situation, aber stattdessen spielt er den Ball auch mal raus auf Brown, der wieder in Außen. Der spielt ihn auf Trauten. Da war Jackson noch mit dem Kopf dran. Der köpft weiter auf Alan Trauden und Alan Trauden trifft zum 1:0. Also die Routiniers der Mannschaft, die den Verein schon kennen, die letzte Saison schon mit uns ja ganz knapp nicht aufgestiegen sind, sind also hier auch Initiatoren für das 1:0 in der, ja, wievielten Minuten war es? Ich glaube recht früh. Schauen wir mal, können wir das hier nochmal sehen? Nein, also recht früh, auf jeden Fall. So, Andrews, der schlägt den Ball beherzt zum Gegner. Jetzt weiß ich gerade nicht, wieso das hier ein Highlight sein soll. Vielleicht wird jetzt eins raus, weil der Gegner jetzt hier dann doch im Ballbesitz bleibt.
Aber irgendwie kommt mir das auch alles gerade so ein bisschen langsam vor. Der Ball, der fliegt an die Latte. Da war, glaube ich, auch mehr Glück dahinter als alles andere. Eine Minute später, wir haben schon wieder ein Highlight. Troughton, der den Ball irgendwie nochmal zurückköpft, aber den nicht behaupten kann. Watt, der spielt den Ball zurück zum Torwart, zum Calder, den wir ja eventuell haben wollten. Da wird Druck ausgeübt auf den Torwart, Druck ausgeübt auf die Abwehr. Ja, Calder wieder. Wo ich mich frage, ich habe doch jetzt auf Highlights gestellt. Das sind momentan aber hier alles andere als Highlights. So, und da ist dann tatsächlich das 1:1. Hätte ich es mal nicht zu laut gesagt. Und das 1:1 also durch Peterhead. Gut, wir sind in einem Vorbereitungsspiel. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Aus der Third Division Peterhead, wie gesagt. Also da auch nicht vertun. Jetzt nicht unbedingt der absoluten Top-Gegner, den man sich hier vorstellen sollte. So, wir gehen wieder auf Spielen. Irgendwie da unten. Also da haben sie irgendwas geändert, auf jeden Fall. War irgendwie auch ein 200 MB Update wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gezogen habt, wenn ihr das Spiel habt. So, da Troughton wieder außen. Der bringt ihn mal in die Mitte. Schade, da hat es nicht gereicht. Gegenzug von Peterhead, die natürlich jetzt hier mit Gewalt nach vorne in den Strafraum dringen. Und da ist dann McAllister, der trifft zum 2:1. Gefällt uns natürlich gar nicht, dass es hier nicht funktioniert mit unserer Abwehr insgesamt. Da ist wieder mal einiges im Argen. Ich will mir natürlich auch noch so mal schauen. Johnny Stewart macht eigentlich ein gutes Spiel. Gordon Williams macht so ein mittelmäßiges Spiel. Vorne läuft wenig zusammen. Das ist ein bisschen schade. Jackson irgendwie unauffällig bisher. Wir könnten mal was tun. Ja, was können wir tun? Ja, wir warten nochmal. Wir warten nochmal, wobei wir natürlich nachher auch komplett wechseln werden, ist doch klar. Ist ein Freundschaftsspiel. Wir werden jetzt hier bestimmt nicht hingehen und die Spieler bis zum Ende durchspielen lassen. So, jetzt ist so für mich auch mal Wechselzeit angesagt. Rami Rawford kommt rein, der seine Chance bekommen soll. Dann, wobei das war nicht so clever. Kann ich so mal rückgängig machen? Nein, kann ich nicht. Egal, Capuano für Williamson. In der Innenverteidigung, McLaughlin, der ist so ein bisschen platt. Da geben wir mal hier dem Moyes und geben ihm die Chance, sich zu beweisen. Dann haben wir im offensiven Mittelfeld, könnten wir was tun. Wir nehmen mal Jackson raus und bringen Brinkhurst. Ja, was haben wir noch? Ferguson, der könnte McAuley ersetzen. Ja, damit haben wir dann auch so ziemlich fast alles gewechselt, was geht. Nehmen natürlich auch so ein bisschen den Spielfluss dann raus aus der Mannschaft, der, wenn er denn da war, dann jetzt raus ist. Aber ich meine Gott, ne, also das ist alles so eine Geschichte. Das ist alles nicht so wichtig in diesen Spielen. Da kommt es dann eher darauf an, dass man ja so ein bisschen Selbstvertrauen vielleicht tankt. So, dann haben wir noch Luis Mar könnten wir noch bringen. McLean. Und Jonathan Tiffany für Brown. Und dann sind wir auch wirklich... Da war wirklich fast alles gemacht, was geht. Da könnten wir nochmal hier kurz auf Taktik gehen. Geht gerade nicht. Geht gerade nicht, müssen wir warten. So, geht jetzt. Dann haben wir, sehen wir nämlich, dass Dixon hier nicht spielen kann. Dann können wir hier... Vielleicht nochmal irgendwie wechseln, wobei Brinkhurst kann er auch nicht spielen. Oh, ist das blöd. Egal, ist wie gesagt, ist egal. Ist alles nicht so wichtig. Alles nur, alles für den Club, sagt man ja. Und gerade in diesen Spielen, da ist es wie gesagt eher wichtig, dass man da ein bisschen Spielpraxis sammelt. Ein bisschen, ja, sich einspielt als Team. Mal die Spieler, dass sie sich kennenlernen, das sind alles so Geschichten. Peterhead hat da wahrscheinlich schon eine bessere Zusammensetzung, als das bei uns der Fall ist. Wo doch sehr, sehr viele neue Spieler dabei sind. Die erzielen jetzt hier sogar noch das 3:1. Ein sehr, sehr schönes Tor, muss man dazu sagen, in den Giebel. Und ja, und jetzt ist das Spiel vorbei. Verlieren 3:1 gegen ein Team aus einer Liga unter uns. Sie sind ja semi-zufrieden, eher weniger. Hätte durchaus besser laufen können. So, was ist denn jetzt hier alles neu? Kinder, ich bin, muss ich das auch erstmal angucken. So, einfach zurück und dann hier fortsetzen. Okay, ja, wie gesagt, also wir haben ein Spiel gesehen, Freundschaftsspiel 3:1 verloren, aber da messe ich jetzt mal nicht zu viel
zu viel Bedeutung zu. Wir haben gesehen, dass wir ganz, ganz viele Spieler in der Pipeline haben, die wir verpflichten. Und ja, ich hoffe, das klappt alles. Und dann sieht es nämlich schon sehr, sehr gut aus für uns. Und dann sehen wir im nächsten Spiel, Freundschaftsspiel, dann eventuell auch schon die Zusammensetzung, die für uns die Saison positiv gestalten soll. Also bis dahin, euer Kentrigo.